Servus Leute, grüß euch. Willkommen zum zweiten Teil von unserer Videoseite bzw. von unserem YouTube-Kanal. Nach dem unerwarteten Erfolg vom Video 1 haben wir uns gedacht, wir machen mal einen zweiten Teil von unseren Umbauten bzw. von unseren Projekten. Diesmal ist halt nichts auf der Straße, sondern mal bei uns in der Werkstatt oder auch bei uns immer genannt Hauptquartier unter Freunden. Und ja, aktuell stehen wir da bei einem Auto, was wahrscheinlich viele Leute von euch kennen. Das ist ein Golf 3. Ist mein eigenes Fahrzeug, mittlerweile seit knapp 19 Jahren in meinem Besitz. Angefangen hat alles mal mit einem TDI. Zwischendurch mal drei Stufen, glaube ich, waren es mit VR6 Turbo von 400 bis knapp 550 PS. Und letztendlich war es dann R36 Turbo mit gemessenen 723 PS. Auch schon mittlerweile, lasst mich überlegen, sicher 7 Jahre her. Technik läuft nach wie vor bei einem guten Freund von mir in einem Audi S3. In Österreich. Grüße an der Stelle an den Freund hier in Tirol, Wolfgang. Ich hoffe, das Auto läuft noch gut. Und jetzt befinden wir uns halt aktuell beim neuen Aufbau. Es ist wieder ein R36 Motor geworden. Aktuell nur ein reiner Dummy. Hoppala. Ein reiner Dummy, der halt für die Anpassungsarbeiten dient. Ja, geplant sind Kopfbearbeitung. Das haben Freunde von uns aus Berlin gemacht, die Firma ZKT Kopftechnik. Haben ganz feine Arbeit abgeliefert da bei den Ein- und Auslasskanälen, sowohl beim Brennraum. Das Ganze läuft dann über einen starren Ventiltrieb. Drehzahl soll mal werden, aufgrund der Größe des Laders, knapp 9000 Umdrehungen. Und ja, da sind wir schon beim nächsten. Natürlich Fächerkrümmer, so wie es bei dieser Leistungsstufe auch dann immer sein muss. Kombiniert mit einem Comturbo CT5X-Serie. Vergleichbar, sage ich mal jetzt größentechnisch, mit, für alle, die sich da besser auskennen, GTX 45 von Garrett. Leistungsziel selber haben wir uns gar keines gesetzt. Wir schauen einfach mal, was rauskommt. Es wird schon irgendwo was Hohes sein, vielleicht dreistellig, vielleicht sogar vierstellig. Wird sich weisen. Ziel ist vor allem mal, dass der Wagen 2018 die Saison auf eigenen Rädern übersteht und hält. Ja, das wäre eigentlich mal diese Sache zu dem Fahrzeug. Zum Getriebe noch. Lange hat es gedauert, aber diesmal haben wir umgerüstet auf 4Motion-Technik komplett. Kombiniert mit dem MQ500 Tiguan Getriebe, mit einer Zweischeiben Sachs Kupplung. Die sollte eigentlich bei der Leistung das Ganze noch halbwegs vernünftig auf die Straße bringen und so sollte das auch funktionieren. Gepaart mit dem KW Gewindefahrwerk V3 von Gepfeffert, Grüße an der Stelle auch an Andi, danke für das tolle Fahrwerk, ich hoffe es fährt auch so gut wie es ausschaut. Optisch schaut es ja schon mal richtig Bombe aus, aber das werden wir dann spätestens alles 2018 am Prüfstand feststellen können bzw. auf der Straße. Naja gut, zum Thema R36, das ist ja irgendwie bei uns schon jahrelang ein Thema. Wir fahren da immer eigentlich sehr relativ viel Umbauten mit R36 Technik. Haben wir auch noch ein anderes Auto da von einem Kunden bzw. mittlerweile schon Freund aus Italien. Das zeigen wir jetzt auch mal, da gehen Fabian und ich mal rüber und dann filmen wir das andere Auto noch. So, wie man derzeit noch ein bisschen schwer erkennen kann, ist hier ein Golf 6R. Bekannt mit dem 2 Liter TFSI Motor, 265 PS, DSG. Viel ist davon nicht mehr übergeblieben, wie man sieht. Wir befinden uns aktuell eigentlich jetzt im letzten Umbau, beziehungsweise in der letzten Umbaustufe. Motor ist schon bereits fertig, Zylinderkopf alles natürlich überholt, Supertech-Ventile, geänderte Nockenwellen. Wir fahren auch hier wieder wie immer mit einem einstellbaren Nockenwellenrad, kombiniert dann mit unserer frei programmierbaren Steuerung, die das Ganze sowohl mit Nockenwellenverstellung als auch mit dem fix eingestellten Nockenwellenrad steuern kann. Motorblock selber versteift natürlich das Ganze, BFH R32 Kurbelwelle, geschmiedete Pleuel, JE Schmiedekolben, Verdichtung, bis sind wir jetzt circa bei 8,1:0 mit dem TFSI-System bzw. dann eben noch zusätzlich einer Saugrohreinspritzung. Das Besondere und auch schon bekannt seit einigen Jahren bei dem Umbau ist dann eigentlich das Getriebe. Hier handelt es sich um ein DQ 500 RS3 Getriebe, das mit den 7 Gängen, sage ich mal, die Leistung eigentlich ganz gut verkraften sollte. Verstärkte Kupplung, DSG-Kupplung von uns noch, ist auch dabei und das Ganze gepaart wieder mit einem Comp-Turbo, auch die Größe hier vergleichbar, sage ich mal, so mit GTX 40, GTX 42, dass man sich ungefähr was vorstellen kann. Ja, gut. Das war es eigentlich von der Stelle jetzt mal hier aus unserem Hauptquartier bzw. der Werkstatt. Wird heuer noch sicher das ein oder andere Video geben. Wir werden euch hoffentlich dieses Fahrzeug in Aktion zeigen können.
um mal auf die ganzen YouTube-Kommentare zu reagieren zu können. Die Leute sollten uns auch mal ein bisschen verstehen. Wir wohnen hier in Österreich, Richtgeschwindigkeit 130, Freilandstraße knapp 100 km/h. Wir können leider nicht hier Videos posten und Videos machen, wo wir von 100 auf 300 fahren. Das Vergnügen ist dann unseren Kunden meistens überlassen, egal jetzt ob Deutschland oder Italien, die dürfen dann selber hier das Ganze riskieren. Und ja, auch bezüglich des Intros will ich mal was dazu sagen. Der Sound selber war aus YouTube geklaut, das stimmt. Leider ziemlich ähnlich mit JP Performance. An der Stelle Entschuldigung für das. Das wird auch in dem Video jetzt schon anders sein, wenn ihr das seht. Und ich sag mal so, in weiterer Folge werden wir da noch einiges ändern und wir lernen auch laufend dazu. Weil Fabian und ich machen das Ganze eigentlich nur just for fun. Hier verdient keiner Geld, sondern wir stehen hier in unserer Freizeit und wollen euch da mehr oder minder ein bisschen was von unserer Arbeit zeigen. Zum Abschluss gibt es dann noch mal einen kleinen paar Sequenzen von dem Fahrzeug, auch mit der handgeschweißten Auspuffanlage, die schon bereits fertig ist mit 89 mm. Könnt ihr mal reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Chill off in your crib and everything, but it ain't the same. Love you like my bottle beer, hook my girlfriend.